Was jetzt Darwin, die im September letzten Jahres in Linz mit einem Kongress, kann man schon sagen, fulminant hineingestartet sind und was es mit dieser Schleife auf sich hat, das erzählt uns jetzt der Präsident der Sportunion höchstpersönlich und ich freue mich auf Universitätsprofessor Dr. Günther Mitterbauer. Ja, einleitend möchte ich anknüpfen an die Worte, das mit dem Doping-Mäuseversuch ist sehr interessant, bevölkerungspolitisch, weil wir hätten dann keine Sorgen um unseren Nachwuchs. Auf der anderen Seite steigt die Aggressivität. Wir hätten zwar mehr Nachwuchs, aber die würden sich gegenseitig wieder umbringen. Also glaube ich, bleiben wir neutral und nehmen kein Doping. Ja, es freut mich, dass ich so viele hier begrüßen kann. Ich hoffe, es sind alle im richtigen Raum und alle haben mit Sport irgendwie eine Verbandelung. Und ich hoffe, dass auch alle selber Sport betreiben und diesen Sport auch freudvoll erleben. Und diese Freude, die ist ganz unterschiedlich. Der eine macht Sport, weil er sich erholen will. Der andere macht Sport, weil er gesund bleiben will. Der andere macht Sport, weil er irgendein Kickerlebnis haben will. Aber ein Hauptmotiv im Sport ist also das Leistungsmotiv. Das ist eigentlich das zentrale Motiv im Sport, die Leistung, die Leistungsmotivation. Und interessant ist, und das sollten wir, was heute kommt, auch unter dem Aspekt sehen, das trifft alle Bevölkerungsschichten. Das ist nicht nur eine Sache der Spitzenathleten, du hast es angetippt, das trifft also auch den Amateursport. Das betrifft nicht nur den Erwachsenen, das betrifft auch die Jugend, das betrifft auch die Seniorenwettkämpfe. Und es betrifft, und man staune, auch den Behindertensport, in dem also das Doping auch ein hochaktueller Fall ist. Ja, das zum einen. Ja, warum wird gedopt? Das Leistungsmotiv sagt schon aus, wir wollen gewinnen. In Österreich ist es so, oder überhaupt, aber speziell in Österreich, dass fast nur mehr der Erste zählt. Vielleicht noch der Zweite, der Dritte, der Vierte nicht mehr. Beispiel Olympische Spiele, der Vierte wird vergessen. Und ich frage mich, was ist uns wichtiger? Ist uns die Leistung wichtiger, das Ergebnis oder der Mensch? Und mir tut es oft weh, weil das sind oft Supermenschen, die auf den vierten Plätzen landen. Das heißt, es zählt der Podestplatz. Und jetzt die Gründe, warum sozusagen dann alles ausgenutzt wird, um zur Leistung zu gelangen, die haben verschiedene Gründe. Ich will auch nicht zu weit reden, wir haben noch Referate. Aber es ist einmal der Eigendruck der Athleten. Oder der Athletinnen. Jeder will ja gewinnen und er tut alles, um sozusagen da hinaufsteigen zu können und das erleben zu dürfen, tut er alles. Und es gibt hier dann natürlich auch chemische und genetische Manipulationen, die verboten sind. Und es ist also eine Hürde, die dann auch gerne überschritten wird, weil der Eigendruck zu groß ist. Der zweite und ihr letztes immer wieder in den Medien ist der Fremddruck. Der Fremddruck von außen, der ausgeht von den Medien, der von den Eltern ausgeht, vom Verein ausgeht, von den Sponsoren ausgeht. Und das ist also das zweite Element, wo man stark in Versuchung kommt. Dies also nur vorweg zur Sache Doping. Aber der Sport ist keine moralfreie Zone. Wir haben überall Regeln, wenn wir Fußball spielen, wenn wir Handball spielen, es gibt überall ein Regulativ, welche Geräte wir verwenden dürfen. Und es sollte auch für unser Körpersystem, das ja wirklich wertvoll ist, auch ein Regulativ geben, dass alle unter den gleichen Bedingungen starten dürfen. Und ich denke, dass der Sport sich selber nicht helfen kann. Der Sport kann Impulse geben, aber ich glaube, es müssen alle Gesellschaftsteile mitwirken, damit wir sozusagen gegen das Doping ankämpfen. Das müssen die Medien müssen mitwirken, die Ärzte müssen mitwirken, die alles rundherum, die Trainer, die Physiotherapeuten. Der Sport alleine ist zu wenig. Und da ist mein Wunsch und meine Bitte auch an allen Trägern des Sports, dass sie ganz massiv sich zu Anti-Doping bekennen und auch thematisieren in den Vereinen. Viele wissen nichts davon, viele machen es absichtlich und sagen nichts davon. Und ich denke, es ist wichtig, dass man das auch thematisiert und nicht sagt, bei uns gibt es sowas nicht, man soll es thematisieren. Und ich komme jetzt sozusagen zum Ablauf, warum ich hier stehe. Ich sollte euch mal die Anti-Doping-Kampagne präsentieren und bitte um das Nächste. Und unser Credo, was wir also glauben, ist, dass wir dieses Fair Play, von dem der Sport lebt, wo wir immer sagen, das ist so wichtig,
der sollte bereits im Kindes- und Jugendalter in den Vereinen vermittelt werden. Sehr viele Vereine tun dies. Sie vergessen vielleicht aufs Doping. Man sollte bereits im Kindes-, aber dann verstärkt im Jugendalter, wo der Jugendliche mündig wird, eine eigene Person wird, sollte man das Doping thematisieren und sagen, dass sich das einfach nicht gehört. Ich glaube, das ist eine ganz eine wichtige Geschichte und ihr seid ihr erinnern, um sozusagen das weiterzutragen, hinauszutragen in die Vereine und sozusagen auch verbal euer Bekenntnis gegen das Doping abzugeben. Und ich denke, das funktioniert nur, wenn man dieses Anti-Doping auch wirklich lebt. Es genügt nicht, wenn ich sage, ich bin eh dagegen. Man muss es vorleben, man muss es aktualisieren, man muss es sozusagen weitertragen. Das heißt, man muss diese Werte, die im Sport stecken, auch sozusagen weitertragen, hinaus posaunen und nicht für sich behalten. Nur dann sozusagen können wir dieses Anti-Doping weitervermitteln, wenn alle Schichten einverstanden sind. Und ich glaube, das ist effektives Anti-Doping. Mir ist klar, dass es immer wieder Sünder gibt. Wenn es keine Sünder gäbe, dann gäbe es auch keine Mörder. Das heißt, wir müssen es machen, wir sind nicht davor gefeit, dass immer wieder sozusagen schwarze Schafe auftreten, aber wir können sicher sein, dass wir unser Bestes der Jugend und dem Kind angeboten haben. Unsere Maßnahmen. Wir haben schon vor einiger Zeit die Panathlon-Erklärung zur Ethik im Jugendsport unterschrieben. Was ist das? Panathlon ist eine weltweite Organisation, die sich gegen den Missbrauch des Kindes ausspricht und für einen fairen Sport im Kindes- und Jugendalter. Ganz kurz gesagt, da ist natürlich Anti-Doping dabei, aber auch das Recht, dass alle Kinder und Jugendlichen Sport betreiben müssen. Wir haben noch in vielen Ländern Probleme, dass Jugendliche überhaupt Sport betreiben müssen. Die Mäuse dürfen es, die werden sogar gedopt. Und hier haben wir Kinder und Jugendliche, speziell aus sozial schwachen Schichten, die nicht einmal Sport betreiben dürfen, obwohl sie es könnten. Und das Weitere, und deswegen sind wir hier, ist die Aktion Star-Ribbon der Sportunion. Ja, das ist also unser Zeichen, dass ich auch hier ein Revers trage. Und diese Schleife, die steht für saubere Werte im Sport. Und wenn ihr das ansteckt, dann seid ihr die Träger dieser Schleife und ihr bekennt euch öffentlich für einen sauberen Sport. Ja, was machen wir? Es wird in allen Bundesländern werden solche Veranstaltungen durchgeführt mit Anti-Doping-Quiz. Es gibt einen Vereinswettbewerb, wir suchen die besten Ideen gegen Doping im Verein. Auch hier haben wir von Tirol bereits einen Verein eingegeben. Aber jeder, der hier ist, kann noch so eine Idee einbringen, welche Maßnahmen er setzt und das wird dann auch belohnt durch finanzielle Zubusse. Es gibt in der Sportunion Akademie Fortbildungen zu Anti-Doping und wir machen eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit und dazu zählt die Homepage, die ich da nur hinaufstelle, Star-Ribbon, abzufragen unter www.star-ribbon.com und man kann dann anklicken, aktuelles Vereinswettbewerb, Star-Ribbon, Anti-Doping-Awareness, Sportler und Service. Ja, ich freue mich also, dass wir einen sehr guten Moderator gefunden haben. Sie haben ihn soeben erlebt. Er hat eingeführt Magister Florian Rudig. Magister Florian Rudig, man glaubt es kaum, hat also studiert die Sportwissenschaften und er hat auch die Medienwissenschaften studiert und war dann lange Zeit beim ORF tätig. Und ist jetzt oder hat in den neuesten Jahren ganz große Ereignisse moderiert. Einmal hat er moderiert das Finale Europa-Fußballmeisterschaft und dann hat er noch moderiert das Finale der Handball-Europameisterschaft, die also in Innsbruck im Jänner stattgefunden hat. Und ich glaube, man holt da nicht jeder Mann von der Straße, sondern solche, die das Handwerk verstehen. Und eventuell bekannt für euch ist er natürlich auch als Moderator bei dem Grand Slam Beachvolleyball-Turnier, oder wie das heißt, in Klagenfurt. Danke, dass du heute zu uns gekommen bist und hier in Kramsach, im Außenbezirk von Innsbruck, hier diese Veranstaltung moderierst. Ja, was erwartet uns heute?
Es erwarten uns Vorträge von Magister Michael Mader, Dr. Kurs Vosburger und MNM, das sind alles Magister, Christoph Thoma. Und haben dann anschließend eine Podiumsdiskussion mit den bereits Vorgestellten, mit der Eva, mit Thomas und mit Tobias. Ich bin am Ende und übergebe das Wort an Florian.